Day of Destruction TV, heute aus Hanau. Wir haben den 21. November 2014. Morgen findet statt die Mixfight Gala 17 hier in Hanau. Neben mir ein Kämpfer aus dem Turnierkampf. Es wird morgen ein Vier-Mann-Turnier geben, der Alex Vogel. Hallo Alex, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Bin fit für morgen. Du bist fit für morgen, das klingt gut. Die Waage liegt hinter dir. Ist das immer ein Thema für dich, ein Problem oder gehst du da ganz locker ran? Nee, Waage ist eigentlich für mich nie ein Problem. Jetzt hatte ich knapp 70 Kilo gehabt, also ich könnte noch ein bisschen mehr was vorher essen. Ich gehe damit immer ganz locker um. Ich trinke auch ganz gerne vorher was Wasser oder was noch vor der Waage. Mir macht das nichts aus. Du gehst morgen ganz klar als Favorit ins Turnier. Ist das ein besonderer Druck für dich? Nee, mittlerweile kann ich schon damit umgehen, weil davor das Turnier hatte ich ja Pech gehabt, hatte ich einen Cut gehabt. Und da war ich auch als Favorit, aber eigentlich nicht. Nee, ich bin ganz locker drauf, wie immer. Du bist ganz locker drauf, das klingt schon mal ganz gut. Du hast einen Kampfnamen, einen Nickname, der heißt Eisenschädel. Wie kommt man zu so einem Spitznamen? Ja, den Spitznamen habe ich schon eigentlich seit meiner Anfangskarriere, das war vor 10 Jahren, wo ich Profi angefangen habe zu boxen. Und da hatte ich einen Gegner gehabt, der hat mir gut was auf die Oma gegeben in der ersten Runde. Und danach halt habe ich doch noch nach Punkte gewonnen, ganz klar. Nach der ersten Runde, die ich verloren habe. Ja, ganz einfache Erklärung. Das lässt ja auch ganz gut hoffen für alles, was morgen kommt. Ein Turnier kann man sich ja doch vielleicht auch mal verletzen im ersten Kampf oder vielleicht auch in der ersten Runde, je nachdem. Ja, gibt es noch Pläne für dieses Jahr kämpferisch? Nee, dieses Jahr nur eine Weihnachtsfeier noch. Das soll jetzt der letzte Kampf dann sein. Also Kämpfer, die zwei Kämpfer. Ja, dann kann man sich erstmal ein bisschen zurücklegen. Das klingt auch ganz gut. Hast du denn schon Pläne fürs nächste Jahr? Fürs nächste Jahr liegt noch was an, ja, aber da kann ich noch nicht drüber reden, weil das ist ja noch, ne, alles in Planung. Okay, dann wünschen wir dir erstmal ganz viel Erfolg für morgen. Wir werden uns nach dem Kampf wiedersehen. Dann würde ich dich auch gerne noch mal einmal kurz sprechen, dich fragen, wie es gelaufen ist. Und ja, wir drücken die Daumen. Und ja, möchtest du noch was sagen? Ja, was soll ich sagen? Ich will morgen das Turnier gewinnen und werde das auch gewinnen. Eigentlich nicht. Viel Erfolg noch für die anderen Kämpfer. Ja. Also ein solidarischer Mann neben mir. Ja, Day of Destruction TV sind wir live aus Hanau. Morgen Mixfight Gala 17. Alex Vogel, vielen Dank. Danke, bis zum nächsten Mal.